Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum, wo wir auf dem Weg zu Ho-Oh das zweite Areal jetzt hinter uns lassen können, um ins dritte zu gelangen. Und man sieht schon, es wird ein bisschen felsiger. Und deswegen quatschen wir ihn hier nochmal an. Ja, zur Belohnung erhältst du 52 Poké-Coupons. So, weiter zum nächsten Areal. Ja, ich will zum nächsten Areal. So, genau, ich zeig's Ihnen. Deswegen einfach mal munter und heiter immer weiter hier durch. Also, wir haben ja keine Zeit. Achtung, meine Pokémon sind stark. Das kann gut sein. Aber meine werden stärker sein. Meine werden doch hoffentlich stärker sein. Ja, nichts, was wir nicht schon mal gehabt hatten. In dieser Konstellation. Ich finde, der Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt mehr Generationen hat und so, da kann man natürlich mehrere Pokémon, oder hat auch eine größere Pokémon-Vielfalt. Ich meine, hier hatte man ja, naja, sag ich mal, nur 384, obwohl man da auch schon hätte im Startgebiet etwas variieren können. Das haben die ja bei Pokémon X, also in der sechsten Generation, richtig gut gemacht, dass es da nicht nur auf eine Generation beschränkt ist. Das fand ich nämlich immer ein bisschen dämlich. So, Meryl, ach ja, was machen wir mit dir? Warst du Wasser normal oder nur Wasser? Ach komm, ich werde die Psychokinese auf Volteball anwenden und wir setzen mal den Turmkick gegenüber Meryl ein. Dann werden wir das ja herausfinden. Aber ich glaube, dass es Wasser normal war. Volteball wird erstmal besiegt. Mit seinen 190 KP hat es noch nicht viel auszusetzen. Das haben die doch absichtlich so gemacht, dass sie solche Werte haben, oder? Oh, Fanfi hat viele KP, das muss man auch sagen. Also, Flieg und Sieg. Nee, es ist nur noch Wasser, okay. Es ist nur noch Wasser, alles klar. Aber es hat ja zum Glück ausgereicht. Und da haben wir ein Pummeluffo gegen der Turmkick, aber mit Garantie, sofern er dann trifft, effektiv sein wird. Und deswegen sollten wir uns da keine Sorgen machen. Ja, doch, die einzige Sorge, die wir uns machen müssen, ist vielleicht, dass er daneben gehen könnte. Aber Pfanfi wurde erstmal bis alle 290 KP wurden dem Erdboden gleich gemacht. Und es trifft sogar. Yay, Pummeluff wurde besiegt. Dann gibt es noch die Vorentwicklung Fluffeluff, die es seit der zweiten Generation gibt. Und dann gibt es noch Knuddeluff, die gibt es aber schon seit der ersten Generation. Aber deine Pokémon sind auch nicht ohne. Ja, Vajor. Du heißt auch in Wirklichkeit Voyeur, oder? Na gut, auf jeden Fall haben wir uns jetzt das nächste Continue eingeheimst. Wir haben jetzt, glaube ich, 21 Continues, vielleicht auch 22, wenn wir noch eins am Anfang hatten. Keine Ahnung. Wir möchten auf jeden Fall nicht unterbrechen und gleich zu Kampf 22 aufbrechen. Bist du wirklich stark? Ja, und ob ich das bin. Und dann schauen wir mal, welche Pokémon du uns anzubieten hast. Naja, gut. Ist schon mal eine interessantere Mischung, aber das sollte trotzdem kein Problem darstellen. Ach, Palim ist auch dabei. So, ich habe mich entschieden. Ich war mal wieder schneller. Luna. Hallo Luna, wie geht es dir? Mit Bailando als Lied oder so. Quirtle. Oh, Quirtle und Farbige. Na gut, gegen Quirtle werden wir die Psychokinese anwenden und gegen Farbige den Turmkick. Also Mewtwo wird das schaffen, da bin ich mir garantiert sicher. Quirtle hat ja auch Ash im Anime. Obwohl ich mir mal die neueren Folgen angucken musste. Ich wollte damals unbedingt eine Folge sehen, das war glaube ich am 5. Oktober im Jahre 2007. Da kam eine Folge, wo Ash gegen wen hat er denn da gekämpft? Gegen so eine Kampf-Koryphäe war das, glaube ich. Und die hatte auf jeden Fall ein Regieis oder sowas. Also auf jeden Fall eins dieser legendären drei Pokémon da. Und naja, die Folge konnte ich dann aber gerade nicht an dem Tag gucken, weil die feierliche Immatrikulation war. Aber na gut, da gehe ich natürlich lieber zur feierlichen Immatrikulation. Weil ich da auch mich mit der Steffi, mit welcher ich 14 Parts Diablo 3 aufgenommen habe und ab und zu mit ihrem Freund bei Pokémon Blattgrüne Edition dabei war und auch bei ein paar Parts Lego Herr der Ringe. Part 20, 21, nee, 19, 20, ach, irgendwie so in diesem Dreh rum. Du bist ja wirklich stark. Hättest du nicht erwartet, oder? Ja, aber unerwartet ist halt immer mal besser. Sondern das war mal wieder ein perfekter Kampf für uns. So, ein weiteres Continue und wir machen natürlich weiter. So, auf zu Kampf 23.
Eine Athletin. 1-2, 1-2. Okay, kämpfen wir. Hat sich noch mal ein bisschen warm gemacht, noch ein paar Dehnübungen. Athlet Krase, aha. Okay, was haben wir denn hier? Felino, Skogler, Tuska, Voltilam, Vati meine ich, Quieke und Kamau. Okay. Ach, es wird schon schief gehen. Welche ich eingesetzt habe? Naja, die üblichen Verdächtigen. Sagen wir mal Mewtwo, sagt schon Digitalis, Suicune und 88 Anel, also na, Libeldra. So, bei Felino müssen wir allerdings aufpassen, da das ein Bodentyp ist, also ein Wasserbodentyp, muss ich da geschickter angreifen. Und zwar werden wir erstmal gegen Tuska eine Heilstrafe verwenden und den Turmkick auf Felino. Mal gucken, ob es ausreicht. Ich denke mal, aufgrund des Angriffes sollte das bei Felino trotzdem noch ausreichen. Ich hatte den damals in Pokémon Goldene Edition sogar gelevelt. War mal Skorgler war irgendwas mit Boden. Bodenflug, ne? Aber es hat schon mal gegen Felino ausgereicht, was schon mal sehr wertvoll ist. Das können wir auch so schon mal verzeichnen. Vati. Okay, Vati. Skorgler, du warst Bodenflug. Deswegen kriegst du einen Eisstrahl ab und Vati kriegt einen Turmkick ab. Da müssen wir zwar mit der Statik eventuell leben, aber da der Kampf danach eh vorbei ist und es aufgeheilt wird, ist das egal. Seit der vierten Generation gibt es von Skorgler eine Weiterentwicklung, nämlich Skorgro, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ach, und das war sogar ein Volltreffer, ja bestens. Da kann man sich ja nicht beschweren. Und damit ist auch die Athletin schon besiegt. Ja, Statik hat mich paralysiert und der Kampf ist vorbei, da werden die KP aufgefüllt, die Status so verändert. Grrr. Komm mit mir lieber ins Bett. Naja, gut, das können wir woanders besprechen. Ja, auf jeden Fall haben wir sie auch perfekt besiegt. Also die ersten 23 Kämpfe, die gingen ja bisher problemlos. Deswegen wollen wir auch nicht lange rumfackeln. Und zwar brechen wir zu Kampf 24 auf. So, Kampf 24. Sieh dir diese durchtrainierten Pokémon an. Na, jetzt kommt's. Macholo ist bestimmt dabei. Nee, also ein Käferpflanze. Okay, da wird Feuer auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Deswegen, ja, Mewtwo, Entei, die kommen an den Anfang. Jasmin und 88 Anel noch dazu und dann war's das. Ja, so schnell kann die Pokémon-Auswahl gehen. Ich meine, gut, das Team ist jetzt halt nicht wirklich, ja, umfangreich. Also, umfangreich von der Typenvielfalt, deswegen... Ja, ich weiß, Pudox ist... Achso, das sind die beiden von Panekkon und von Chaloco, die Weiterentwicklungen. Aber na gut. Das soll uns ja auch nicht weiter stören. Pudox kann mit einer Psychokinese angegriffen werden. Der Flammenwurf geht auf Papinella und das sollte in der Hoffnung doch ausreichen. Ich kenne jetzt die Base-Stats von Papinella nicht. Ich weiß noch, das war doch im Anime... Ach, Roselia kommt in den Kampf, alles klar. Das war doch im Anime, wo dann der Streit kommt. Oder warte mal, das ist doch dann zwischen... Ja, auf jeden Fall, die Maike hat, glaube ich, das Papinella bekommen. Und war das Jessie von Team Rocket oder war das dieses andere Team, wo ja dann das Pudox war? Also irgendwie sowas war das, aber so recht habe ich das auch nicht mehr in Erinnerung. Aber ich habe es gesehen, das weiß ich auf jeden Fall. So, sehr effektiv. So, genau so soll das sein. Eine Roselia hat wahrlich nicht viele KP. Aber es gibt ja dann zum Glück noch eine Weiterentwicklung ab der nächsten Generation, sodass dieses Pokémon auch gestärkt ist. Und ich habe das Gefühl, dass in der sechsten Generation noch irgendwie jedes Pokémon eine Mega-Entwicklung bekommen wird. Es gibt ja X und Y. Und dann gibt es ja bald Omega Rubin und Alpha Saphir. Ich werde weiter trainieren. Ja, das ist gut. Trainieren ist immer gut. Wie in der Leichtathletik damals, als ich jetzt 10 Jahre lang diesen Leistungssport ausführte. Und das Härteste waren so 12-mal bis 13-mal Training in der Woche. Oh ja, das war nach Zeiten. Nein, wir wollen nicht unterbrechen, sondern weitermachen. Gegen Trainer Nummer 25. Ja, ich mach dich fertig. Na gut. Dann nimm mal den Mund nicht zu voll. Rasa Vinto. Vielleicht schaffen wir es ja sogar... Ah, Masknet. Aha, 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 aha. Oh, das wird interessant. Das wird sehr interessant. Also, ich habe mich entschieden.
Ja, ich entscheide da immer in Sekundenschnelle. Meistens Mewtwo Jasmin und dann, ja, der Rest ist halt, ne? Je nachdem. Perlu und Masknet. Nasknet. Ich habe immer Masknet verstanden. Aber nein, oder auch gelesen, aber es heißt Nasknet. Aber genauso wie Kreideschrei habe ich immer Kreischerei gelesen. Dass dann Pyro Lincoln da mal sagte, es heißt eigentlich Kreideschrei, aber egal. Na gut, kann man halt nichts dafür, ne? Ist nun mal dumm gelaufen. Man kann sich ja auch mal verlesen. Zack, sehr effektiv. Wunderbar, Perlu war besiegt. Und dann gucken wir Meditalis. Oh, Meditalis, das wird ein Fest. Ich habe mehr KP, alles klar. Ich hoffe nur, dass ich auch schneller bin, denn dann habe ich ganz gute Chancen gegen Meditalis. Habe ich sehr gute Chancen, dort einen effektiven Treffer zu landen. Und Enekoro kommt aber auch noch in den Kampf. Das ist die Weiterentwicklung und die hat nur so wenig KP. Na gut, Psychokinese sollte ausreichen. Und wir machen einen Spukball auf Meditalis. Also ich denke mal, Mewtwo sollte sein Moveset noch ein bisschen abändern. Also wie gesagt, ab der vierten Generation sage ich, dass dazu Aurasphäre noch kommt. Ansonsten in der dritten könnte man anstelle von Genesung auch, könnte man auch Spukball nehmen, weil es eine relativ gute Alternative ist, meiner Meinung nach. Auch, oh, das ist bitter. Finde ich auch. Aber wir wollen ja jetzt nicht hier unsere Zeit verbunden, denn wir wollen weiter zum nächsten Trainer. Ja, vielleicht schaffen wir es doch immer ein Areal. Also weiter mit uns. Auf zu Kampf Nummer 26. Ja, es könnte rein theoretisch hinhauen. Ja, komm, wir machen das so. Wir machen jetzt... Wie ich kämpfe, das sind nur Kunststückchen. Das sind nicht nur Kunststückchen, das ist schon eine veritable Kunst für sich. Okay, du meinst eine veritable Kunst. Eine vegetarische. Nein, das nicht. Oh, Togetic. Togepi ist ja schon ein Baby-Pokémon. Togetic ist die Weiterentwicklung. Und es bekommt ab der vierten Generation auch eine Weiterentwicklung namens Togekiss. Die gar nicht mal so schwach ist. Mit dem richtigen Wesen sogar richtig böse. Vor allem mit einem Hyperstrahl dazu. Denn Hyperstrahl hat ja 120 oder 150 Stärke. Und das ist schon ordentlich was. Und das dazu mit Step. Also wenn es 120 Stärke hat, nochmal 60 dazu sind es 180. Bei 150 sind es 175 sogar drauf. Dann sind es 225 Stärke. Also das haut rein. So. Eichstrahl auf jeden Fall auf Togetic, weil es ja normal Flug ist. Und der Turmkick geht auf Geradax. Zickzax ist ja die Vorentwicklung und Geradax die Weiterentwicklung. Zumindest reimt sie sich ganz gut. Zickzax, Geradax. Ja, da kann man auch nicht meckern. War auf jeden Fall sehr effektiv schon mal. Dummisel. Ja, nur schon so ein dummes Iselvieh. Geradax hat einen höheren Base-Init-Wert. Oder wow, okay. Nicht übel, sprach der Dübel. Naja, und verschwand in der Wand, bis ihn keiner mehr fand. Und so weiter und so weiter. Den Spruch sollte eigentlich jeder kennen. Hoffe ich zumindest. So, Muntia. Na gut, Muntia, du bist jetzt keine wirkliche Gefahr. Dummisel, du hast hohe KP. Aber Psychokinese sollte das trotzdem hinkriegen. Ich meine, bei diesem Angriff, Spätsangriff. Was? Also das muss ja eine Verteidigung, eine Spätsverteidigung haben, wenn ein Mewtwo, ja, ein Mewtwo mit der Psychokinese die Step hat und er hat 419 Spätsangriff, das nicht mit einem Schlag besiegen kann, dann ist das eine saugute Spätsverteidigung. Das muss man mal lassen. Also das muss man echt mal sagen. Respekt, dass es Dummisel das überstanden hat. Aber Röms, Dummisel wurde trotzdem besiegt. Ja, egal. Der Kampf ist trotzdem Geschichte. Da er für mich positiv ausging. Ich muss wohl noch an meinen Kunststücken feilen. Ja, vielleicht deinen Negero noch ein bisschen feilen, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall wurden die doch ganz schnell besiegt. Ah, hier ist nicht die Reihenfolge eingehalten. Da steht halt nur, ja, dass alle besiegt wurden. Ja, obwohl, bei der Geschwindigkeit könnte man schon sagen, dass es zeitgleich fast alles passiert. Nein, wir möchten nicht unterbrechen, sondern weitermachen. Trainer 27. Du machst einen starken Eindruck. Los, wir kämpfen. Okay, let's go. So. Brillentyp Toma. Ah, da kommt wieder ein Drachsel sogar vor. Alles andere ist auch sehr interessant.
Mewtwo, Jasmin, Entei, 88 Unlight. Also, Mewtwo, Meditalis, Entei und Libeldra. Manchmal habe ich irgendwie Probleme, ganz schnell die Namen abzurufen, aber egal. Sejong, der könnte auch noch eine gute Spätsverteidigung haben, aber das ist noch nicht die Endstufe. Oder? Warte mal, Seemops, Sejong? Ne, da kommt noch einer. Valraisa oder so. Habe ich auch mit Velsar verwechselt damals. Naja, auf jeden Fall. Donnerblitz, der sollte ausreichen. Und Turmkick gegen Geradax. Obwohl Geradax, denke ich mal, noch ein Tick schneller sein wird. Und Sejong durfte das nicht überstehen. Genau so sieht es aus. Den kann man natürlich dann wahrscheinlich prima als Tank nutzen. Oh, ein Metern. Da könnte man denken, dass es Schwebe hat. Hat es aber nicht. Hat es nicht. Es gibt einige Pokémon, wo man ja immer denkt, dass sie Schwebe haben könnten, haben sie aber ganz und gar nicht. Das ist ja zum Beispiel auch bei Magnetilo, Magneton und Magmeson so, dass sie keine Schwebe haben. Oh, wir bekommen zuerst mal wir bekommen noch keinen Bedroher ab. Nein, falsch. Der Eisstrahl, der geht natürlich gegen Draschel. Und, der Turmkick, der soll auf Metern gehen. Der ist normal effektiv. Aber aufgrund des doppelten Angriffs ist das schon besser, dass wir, dass wir halt mit Turmkick angreifen, auch wenn es halt ungenauer ist. Aber es hat nicht ausgereicht. Okay. Okay. Man sieht, die Kämpfe dauern schon ein bisschen länger. Oh, Eroas. Das könnte böse enden. Naja, gut, es ging. Ich mal 80 abgezogen. Naja gut, dann kann man das verkraften. Oder genau 80? Ich sehe es gerade nicht ganz genau. Naja, auf jeden Fall. Ach komm, hier Eisstrahl. Und hier irgendwas. Und dann war es das auch für dich. Also, Metern ist gegen Feuer sowie Boden anfällig. Das kann man schon mal festhalten. Unlicht nicht, glaube ich, weil der Stahltyp das neutralisiert. Das ist ja ganz formidabel. Mit deiner Kraft kann ich nicht mithalten. Tomach. Genau, man muss das H so, hecheln, sag ich mal. Oder ein bisschen härter aussprechen. Härter aussprechen. Nein. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und gehen mal gen 28. Also drei Kämpfe erwarten uns noch. Unser Kampf soll grandios werden. Wird er. Da kannst du Gift drauf nehmen. Biker Zafra. Ist das schon noch ein Stern? Ja. Griffel, farbige Pandir. Hat wohl irgendwie. Also die Muster sollen wohl so verschieden sein, dass es 4 Milliarden Kombinationen davon gibt. Oder 4 Millionen. Irgendwie sowas. Das wird schon passen, irgendwie, was ich gerade ausgewählt habe. Ach doch, das wird schon irgendwie passen. Safra heißt die. Ich kenne zwar nur Safran, aber gut. Die Namen, die sind ja sowieso immer ein bisschen fraglich. Also bei Pandir soll es wohl irgendwie 4 Millionen verschiedene Möglichkeiten der Muster geben. Also da ist kein Pandir dem nächsten. Also entweder 4 Millionen oder 4 Milliarden. Also auf das Tausendfache kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Ja, Psychokinese gegen Pandir, das sollte er nicht aushalten. Es sei denn, besagte hohe Spitzverteidigung, wie bei Dummiesel. Also das war ja schon richtig hart. Also wenn selbst ein Mewtwo es nicht mit einem Schlag down bekommt. Ja, okay. Hätte es die Aurasphäre gehabt, dann auf jeden Fall. Und da haben wir einen Wasser-Pokémon namens Sterndu. Sterndu ist nur Wasser. Noch kein Wasser-Psycho. Diesen Typ bekommt es erst bei der Weiterentwicklung, bei Starmie dazu. Was für ein Wortspiel eigentlich. Sterndu und dann Starmie. Ja, warum denn auch nicht? So. Donnerblitz geht auf Sterndu und der Turmkick, der soll schön auf Vati gehen. Auch wenn ich mir eine Statik hole, die dann eh egal ist. Die sich egalisiert. Zack, Sterndu besiegt, hat ja auch keinen hohen KP-Wert. Gerade mal an 170. Aber die haben ja alle runde Werte. Also Vati hat zum Beispiel 250. Die haben alle sowas rundes. Ja, Statik ist mir egal. Die Trainerin wurde besiegt. Die Bikerin. Krawam. Das ist das Einzige, was ich dazu auch zu sagen weiß. Also ja, wir gucken uns das hier an. Warum kann man das nicht überspringen? Das ist halt so eine Animation, die ein bisschen Zeit raubt. Weshalb ich jetzt auch mich dazu entschließe, immer
ein Areal in einem Part zu stecken. Das ist einfach besser. Nein, möchten wir nicht. 29, da kommt ein Trainer auf uns zu. Du willst also mit meinem Pokémon messen? Natürlich möchte ich das. Astrainer Damor. Aha, ja, ein bisschen bunt durchmischt. Ah, Forsaker könnte ein Problem werden am Anfang. Das könnte schon ein leichtes Problem werden, aber Mewtwo, Meditalis, Entei und Libeldra sollen das regeln. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich hier mal einwechseln werde. Und es kommt natürlich Forsaker. Forsaker soll das regeln hier. Na, wir gucken mal, ob Eis dagegen was ausrichten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine hohe physische Verteidigung hat. Da die Stahl-Pokémon meistens eine hohe physische Verteidigung haben, hoffe ich nicht, dass die spezielle hoch ist. Also machen wir mal Eisstrahl und einen Spukball machen wir auf Banett. Wann dann die Vorstufe war. Ach so, das war nicht mal sehr effektiv. Okay. Also Mewtwo hat hier, wie gesagt, schlechte Karten. Na gut. Spukball, Flug und Sieg einfach mal. Schuppet war die Vorentwicklung. Schuppet. Und dann kommt Banett. Banett hat irgendwie auch noch keine Weiterentwicklung. Das ist komisch. Es gibt Zwirklopp, Zwirfinst. Nee, Zwirlicht, Zwirfinst. Nee, Zwirlicht, Zwirklopp und Zwirfinst. Das war dann mit diesem Mantel irgendwie sowas. Hm, ja. Eisstrahl, Papinella. Und gegen Forsaker machen wir einen Turmkick. Der sollte ordentlich Schaden anrichten oder genügend Schaden anrichten. Denke ich mal, auf jeden Fall Papinella hat da nichts zu lachen. Denn sie war am Abflachen. Oh, Xatu. Es wird interessant. Da habe ich zwei effektive Attacken von Mewtwo-Sides. Mewtwo-Sides. Und es überlebt ernsthaft mit 5 KP. Und jetzt macht es eine Explosion? Nein, es macht ein Toxin. Ein Toxin, was dir aber auch nicht viel bringt. Ja, auch wenn du das machst. Ich kann da einige Runden von überleben. Dann brauchst du ja nicht denken, dass ich jetzt so schnell K.O. gehe. Jetzt hat es mir erstmal 21 abgezogen oder sowas, wenn ich es richtig gesehen habe. Na gut. Eisstrahl gegen Xatu und ach komm hier. Machen wir eine treffsichere Attacke, machen wir einfach einen Spukball. Und dann hat sich das nämlich auch erledigt in diesem Kampf. Ich sehe schon, dass wir über 22 Minuten sind, aber wie gesagt, das müssen wir jetzt einfach mal machen. Das ist einfach sonst zu lang. Also, ja, ich weiß, die Parts sind ein bisschen länger, das, naja, man muss es halt irgendwie so machen. Ich kenne ja auch nichts dafür, dass die Abschnitte so sind. Na gut, also, Astrainer. Aua, damals hatte ich doch so fleißig trainiert. Das kann ja sein, fleißig trainieren ist ja auch schön und gut, aber ach komm, diesen Kampf, den schaffen wir noch. Wir sind ja schon bei 29, also Abschnitt 30 machen wir auch noch. So, jetzt ein weiteres Continue und dann machen wir weiter und wir möchten nicht unterbrechen. Das können wir schon mal festhalten. Nein, möchten wir nicht. Also zu Nummer 30. Dann wollen wir auch mal sehen, wie viel Kraft du wirklich hast. Okay, also Lengay, aha. Alles Starter-Pokémon sehe ich gerade. Starter der zweiten und dritten Generation. Naja, wie dem auch sei. Da können wir was gegensetzen. Da können wir was gegen tun. Also, was hast du denn alles im Angebot? Igelava und Lorblatt. Aha. Igelava, schon mal eine Weiterentwicklung. Lorblatt ist auch eine Weiterentwicklung. Sehr schön. Aber zumindest mal stärkere Pokémon als Gegner. Also, wir machen einen Eisstrahl auf Lorblatt und nebenbei sollte der Turmkick hier alles ausrichten können. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe es. Zack, sehr effektiv. So ist es fein, so soll es sein. So, und dann Tyrakrok. Ach, zum Glück ist das kein Bodenvieh, da können wir nämlich ganz einfach mit einem Donnerblitz draufhauen. Ich könnte mir denken, dass es vielleicht, ja, zwei Pokémon aus der zweiten und zwei aus der dritten hat. Jungglut, ja. Ach, das war glaube ich schon Kampf, oder? Da bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Auf jeden Fall machen wir den Donnerblitz und dann, wenn das schon Kampf war, ich weiß es nicht. Wir machen einfach eine Psychokinese drauf. Mehr als es nicht besiegen kann, es auch nicht. Also, ja.
Also mehr als schief gehen kann es nicht. Deswegen Psychokinese, Flieg und Sieg. Ich dachte, dass das schon der Kampftyp war. Oh ja, war er schon. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, was will man denn dann mehr? Außer es besiegen. Ja. Du scheinst tatsächlich ziemlich stark zu sein. Ich bin's nicht nur. Also, ich scheint's nicht nur zu sein. Ich bin es auch. Und deswegen werde ich diesen Part auch nun an dieser Stelle beenden und hoffe, auch Areal 3 hat euch gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, im nächsten Part von Let's Play Pokémon Colosseum, wo wir Areal 4 unsicher machen, sieht man sich.